Zwei alte Fotografien. Die Hochzeit meiner Eltern und ich mit 10 Jahren. 50 Jahre später bekam ich von meinem Sohn einen Film über mich zum Geburtstag, Der Poet im Apfelbaum. Mit vielen Fotografien und Filmen aus meinem Archiv, einem neuen Interview mit mir und Musik von Bob Dylan. Die Überblendung fand ich beim Bewegen des Cursors in den Einzelbildern auf der Timeline. Den Jungen von damals gibt es nicht mehr. Meine Eltern sind gestorben. Aber etwas von ihm und ihnen steckt in mir, verschüttet unter so vielen Tagen und Jahren. Aber es ist lebendig. Manchmal befrage ich, schreiben diese Teile in mir, den Jungen, Vater und Mutter, den guten Geist, den allwissenden Grund. Eine Art Automatic Writing, ein vorgestellter Dialog, eine Selbstbefragung, in der das, was verborgen ist, ans Licht kommt.